Moin ihr Lieben, herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe von Aurich TV heute, Donnerstag, 2. Mai. Und heute geht es wirklich um gelacht, gelocht, geheftet. Der Auricher Maibaum ist geklaut. Ja, jetzt schüttelt ihr genau den Kopf wie ich vor einer Stunde auch. Ich habe dann Jürgen angerufen. Ich sage, Jürgen, hast du das mitgekriegt? Nein, ich weiß von nichts. Dann habe ich ein bisschen rumtelefoniert, habe bei Sascha Helwig und Arno Fecht angerufen. Yes, es stimmt, geklaut, aber auch schon wieder ausgelöst. Die Details gleich nochmal im Anschluss. Der Auricher Maibaum hat so seine Geschichte und das ist mittlerweile, man muss das leider so sagen, auch eine Geschichte eines kulturellen Niedergangs. Anders kann ich das persönlich überhaupt nicht mehr beziffern und bezeichnen, was hier eigentlich seit Jahren abläuft. Früher, ihr erinnert euch, früher waren hier hunderte von Menschen auf dem Marktplatz, wenn der Maibaum hochgezogen wurde. Da war hier Remi Demi, da war hier dies, da war das. Da wurde auch bewacht. Zum Schluss dann mit Securities, die bezahlt wurden, dass sie die Hand an den Stamm halten. Ihr kennt ja das Thema, wenn ich die Hand am Stamm habe, ist er nicht klaubar, ansonsten kann man ihn mit 3 Spaten stichen als geklaut markieren und genau das ist hier in diesem Fall passiert, das Ganze im Video und dieses Video ist echt, Jürgen, spielt euch das mal eben ein. Ja, da haben die beiden Jungs offensichtlich ganz gut aufgepasst, als dann da Feierabend war. Ich habe zu Sascha Helwig vorhin gesagt, der Organisator der ganzen Geschichte, weil ich sage, Sascha, wie kann das denn sein? Ja, sagt er, wir haben bis 5 Uhr gemacht und dann haben wir Feierabend gemacht. Ja, die Sonne geht aber erst um 5.55 Uhr auf, insofern hat man eine Stunde zu kurz bewacht und nach der Tradition ist der Maibaum gestohlen und geklaut. Sascha sagt zu mir selber, er hat den beiden Jungs gesagt, 2 Möglichkeiten, ihr könnt den Baum mitnehmen, schwierig, mit Schwerlastkran, oder ihr kriegt 50 Euro, die beiden haben 50 Euro angenommen, haben gelacht und damit ist der Baum also wieder ausgelöst. Insofern bleibt er da stehen, wo er ist. Eine Peinlichkeit ist das Ganze trotzdem, weil das darf nicht passieren und das Ganze hat ja eine Vorgeschichte. Die wollen wir auch mal ganz kurz erzählen. Es geht jetzt schon seit Wochen um den Auricher Maibaum. Die Altstadtgastronomie hat sich ja in den letzten Jahren drum gekümmert, hat aber dieses Jahr eigentlich so recht keinen gefunden, der es machen wollte, bis dann Sascha Helwig dankenswerterweise gesagt hat, Mensch, Tradition, das muss irgendwie laufen, ich mach das. Da habe ich schon gesagt, der arme Kerl, der weiß gar nicht, was auf ihn zukommt. Es kam nämlich genau das auf ihn zu, was ich mir gedacht habe, hat keinen seiner Vereinskameraden interessiert. Er saß alleine damit. Was hat Sascha gemacht? Er hat den Auricher Schützenverein angesprochen, was die Unterstützung angeht, Blumenbinden, Girlande machen und so weiter. Das Ganze sollte auf dem Betriebshof stattfinden, wurde dann aber abgesagt, Betriebshof steht nicht zur Verfügung, also hat man es im Auricher Schützenhaus gemacht und Mitglieder des Auricher Schützenvereins haben sich dann zur Verfügung gestellt und haben dann die Blumen gebunden, ich glaube 500 Stück waren es, und haben die Girlande mitgemacht und. Also ohne die Unterstützung des Auricher Schützenvereins, müssen wir an dieser Stelle auch nochmal ganz klar hervorheben, würde da eigentlich nur eine nackte Holzlatte vorm Rathaus stehen, auch nochmal ganz deutlich. Und dann hat man also, wie gesagt, den Sascha da im Grunde davor laufen lassen. Der war auf sich allein gestellt, bekam dann jetzt zum Schluss noch Hilfe von Arno Fecht. Der hatte zwar schon im Vorfeld gesagt, Leute, ich habe so viele andere Projekte, ich ziehe mich da raus. Aber wer Arno kennt, weiß, dass man sich auf Arno eigentlich immer verlassen kann. Der hat dann jetzt nochmal in den letzten 2 Tagen nochmal Vollsupport für Sascha gegeben, damit das Ding da wirklich nicht kollabiert. Und dann sind die natürlich am Dienstagabend bei den Temperaturen völlig überrannt worden. Ihr seht es hier in den Bildern, die wir euch einspielen. Da war richtig Party, da war richtig Tanz, da waren hunderte von Leuten und ja, es war vorher schon schwierig, eine Maibaumwache zu kriegen, nur es sind dann wohl so die Maibaumwachen alle in die Bierwagen abgezogen worden. Ja klar, in dem Fall ist natürlich der Bierverkauf dann auch wichtiger als die Hand am Stamm halten und das hat dann nochmal zu Anfang der Auricher Schützenverein mit übernommen, sehen wir hier auch im Bild.
mit Siegfried und Renate und Ilse Jansen, die da eine der ersten Wachen halten. Also das war wohl sehr schwierig. Eine Security hat man nicht beauftragt. Hätte natürlich auch Geld gekostet. Und dann ist letztlich natürlich auch 50 Euro günstiger als eine Security die ganze Nacht bis morgens zu bezahlen. Wie gesagt, ich habe aus dem Verein Altstadt Gastronomie schon gehört, dass man den Maibaum nicht mehr machen will ab nächstes Jahr. Ich denke, Sascha hat die Schnauze auch voll nach dem Erlebnis, was er dieses Jahr gehabt hat, dass er da der Alleinturner ist. Und das ist irgendwo auch ganz peinlich für einen Verein wie die Altstadt Gastronomie, dass man also als Verein der Aurecher Innenstadt-Gastronomen es nicht auf die Kette kriegt, so einen Maibaum zu organisieren. Natürlich steckt da auch ein finanzieller Aufwand dahinter und natürlich ist das Risiko auch, wenn es jetzt regnet, kommt kein Mensch. So wie es jetzt war am Dienstag, rappelt die Bude, es ist alles voll, da ist Party, die jungen Leute wissen nicht recht, wo sie hinwollen. Also insofern dann zum Aurecher Maibaum. Ich finde, nur mit dem, was wir traditionell früher erlebt haben, hat das natürlich jetzt nichts mehr zu tun. Dann muss man auch, wenn man das Ganze bis zu Ende konsequent denkt, dafür sorgen, dass eine Maibaumwache bis Sonnenaufgang da ist und da sitzt, damit der Baum nicht geklaut werden kann. So ist das, wie gesagt, auch ein bisschen Peinlichkeit, über die man lachen kann. Es haben sich alle darüber amüsiert, dass der Nordermaibaum geklaut worden ist und auch, dass der Extumer Maibaum geklaut worden ist. Da habe ich heute Morgen und auch gestern in Aurich lautes Gelächter gehört. Ja, lacht mal bitte jetzt über euch selber, ihr Lieben. Der Auricher Maibaum ist nämlich auch offiziell geklaut. Es ist anerkannt, dass er geklaut war und er ist jetzt wieder ausgelöst worden. Also insofern sage ich meiner Meinung nach ganz ehrlich, lieber kein Maibaum als so etwas. Das ist eigentlich nur an Problemen und im Vorfeld auch an vielen Peinlichkeiten nicht mehr zu überbieten, was hier abgelaufen ist. Auch der Schützenverein hat auch schon angekündigt, sich im nächsten Jahr komplett raushalten zu wollen. Die wollten eigentlich schon dieses Jahr kürzer treten, haben dann aber aufgrund der Notsituation nochmal eingegriffen, haben dann gesagt, komm Sascha, wir lassen dich nicht hängen, wir machen für dich jetzt noch was. Wie gesagt, so geht's nicht, so ein Maibaum braucht viele, viele helfende Hände und nicht nur einen, den man dann im Regen stehen lässt. Insofern schönen Gruß an die Altstadt Gastronomie. Ich kann verstehen, dass alle Gastronomen immer nur an ihr eigenes Portemonnaie denken, aber nichtsdestotrotz war das eher für euch eine schlechte Visitenkarte, die ihr da hinterlassen habt. Es ist zwar nur ein Maibaum, aber die Frage ist, was taugt ein Verein, was den Zusammenhalt angeht, wenn man nicht mal einen Maibaum auf die Kette kriegt. In dem Sinne, ich wünsche euch jetzt was. Schönes Wochenende. Wir genießen noch eben die Sonne. Es wird wieder kälter. Die nächsten Tage bleibt gesund. Lasst euch nicht ärgern. Wir hören uns spätestens nächste Woche. Und einen habe ich noch zum Abschluss. Denkt an den 22. Mai. Ja, in 20 Tagen ist wieder Vortrag in Aurich im Schützenhaus. Aurich in den 80er Jahren steht auf dem Plan. Karten gibt es bei Altstadt Foto und es gibt Karten bei den Ostfriesischen Nachrichten in der Kehstraße. Geht hin, holt euch Karten und wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Es hat allen Leuten des 70er-Vortrags gut gefallen. Wir haben ein paar neue Sachen mit eingebaut. Wir zeigen jetzt alte Werbung von alten Auricher Geschäften. Das ist sehr gut angekommen. Jürgen war ganz begeistert und das Publikum, denke ich, auch. Wir sehen uns. Wir sehen uns in Aurich. Wir sehen uns nächste Woche und wir sehen uns dann hoffentlich auch am 22. Mai. Beim nächsten Altaurich-Vortrag. Ciao, tschüss, macht's gut.